Professor Annelie Keil heute in unserem Kreis hier begrüßen kann. Viele von Ihnen kennen Frau Keil vielleicht aus den Medien, vielleicht über ihr Buch oder ihre Bücher. Sie ist viel unterwegs und sie wird heute hier das Thema beleuchten: Der Mensch ist mehr als sein Befund, über die Kunst mitten in der Krankheit auch gesund zu sein. Und sie wird Ihnen sicherlich auch einige biografische Stichpunkte geben, die deutlich machen, dass sie nicht theoretisch über dieses Thema spricht, sondern ganz und sehr viel aus eigenem Erleben und aus eigener Erfahrung. Und dafür danke ich Ihnen ganz herzlich. Wollen Sie oder? Ja, meine Damen und Herren, herzlichen Dank. Ist es an? Es dauert noch ein bisschen wahrscheinlich. Ja, muss ja. Ich anwärmen, ja. Ja, muss nicht immer. Ja. Also sehr herzlichen Dank für die Einladung und auch für die Grußworte und die ersten beiden Beiträge. Und ich hoffe, dass ich daran gut anschließen kann. Ich bin keine Ärztin. Meinen inneren Arzt habe ich, glaube ich, schneller gefunden als meinen inneren Psychotherapeuten. Und den inneren Sozialarbeiter, den suche ich gerade. Weil je älter man wird und je mehr man auch von Hilfe abhängig ist, muss man erneut umlernen. Dieser Satz, das kann ich alles alleine und darüber spreche ich nicht, der ist mir im Laufe des Lebens fremd geworden. Aber diese Dimensionen bekommen immer neuen Stoff. Weil das Leben ist nun mal eine sehr bewegte Gestalt. Und ob wir das als Kinder, als Erwachsene, als Kranke, Gesunde, als Arme, Reiche, als Menschen mit Arbeit oder ohne Arbeit brauchen, ist eben genau diese bewegende Kraft. Deshalb, Emily hat es gesagt, ich rede hier eher als Sozialwissenschaftlerin, aber als jemand, der sich 30 Jahre mit der Medizin, vor allen Dingen mit der Psychosomatik, auseinandergesetzt hat. Ich fühle mich sehr als eine Schülerin von Viktor von Weizsäcker, dem Gründer der anthropologischen Medizin, nämlich der Frage, was ist denn eigentlich das Menschliche in der Krankheit? Was ist das Besondere und was ist das große Geheimnis, das darin enthalten ist? Die Frage, der Mensch ist mehr als ein Befund, haben Sie schon beantwortet, sonst wären Sie nämlich gar nicht hier. Ihre Wirbelsäule ist ja nicht von alleine hierher gelaufen. Sondern Sie waren angeregt, getrieben, vielleicht sind Sie mit Angst hier, vielleicht auch mit Freude, weil Sie wissen, die zwei Tage bringen auch Nahrung. Es gibt unterschiedliche Gründe und die sehen wir auch in den Geschichten, wie wir krank werden oder auch wieder gesund werden. Insoweit spreche ich hier auch als erfahrene Patientin. Das habe ich mir nicht gewünscht. Dass ich mehr als ein Befund bin und dass da etwas ist, von dem ich jetzt mit 78 immer noch leben kann, das ist etwas, was ich versuche mir zu erklären, aber wenn man so will, auch als Wunder akzeptiere. Meine Geschichte und meine Erfahrung mit Krankheit und Tod war nicht erst durch meinen Herzinfarkt, durch dreimal einer Krebserkrankung, dann war die Schilddrüse weg, das Knie wackelt, aber ich bin prima immer noch gesund. Das ist Glück. Ich habe richtige und nette Ärzte gefunden, ich habe Hilfe gefunden und immer wieder habe ich versucht, den Schweinehund vom Sofa zu kriegen und sagen, jetzt probier doch mal wenigstens. Was der Herr Spitz sagt oder was andere sagen, probier's mal. Und dann siehst du ja, ob das etwas ist, was dein Wohlbefinden. Und deshalb bin ich in meinen Arbeiten immer mehr von dem Begriff Gesundheit weggekommen, weil dieser Begriff Gesundheit hat ja eine furchtbare Karriere gemacht. Erst hieß es immer, Gesundheit ist die Abwesenheit von Krankheit. Das eignet sich als Titel für ein absurdes Theater, mir aber nicht. Nietzsche hat uns sehr gut darauf aufmerksam gemacht. Ohne eine gute Krankheit ist die beste Gesundheit nichts.
Was wüssten Sie denn über Gesundheit? Auch aus dem Blickwinkel der Krankheit, deshalb müssen wir uns das nicht wünschen. Insoweit wissen Sie, dass Sie mehr als ein Befund sind. Ich will aber trotzdem die Zeit nutzen und noch darüber reden. Aber wir haben ja ein ähnliches Phänomen. Ich bin jetzt mehr in der Hospizarbeit oder in der Altersforschung unterwegs, immer wieder auch mit der Krankheit. Wie wird man, mit der Frage, wie wird man denn älter mit Krankheit? Denn letztlich ist keine richtig weg. Denn alle Vorredner haben auch daran geredet, die Spuren, die sie hinterlassen, die Kreativität, die Produktivität. Beuys hat das so schön, zeige deine Wunde, nicht lamoyant oder nicht immer nur voyeuristisch. Aber was hast du erlebt in einer Operation? An was erinnert sie sich? Und das sind nicht immer nur die Ärzte, sozusagen der innere, der äußere Arzt, aber die, die man erfahren hat, die guten und die anderen. Ich habe in meinen 3 Krebserkrankungen, gerade in den 90er Jahren, in der ersten und so weiter, die komplementäre, oder sagen wir, damals hieß es immer wieder die alternative Medizin, die haben mich ja auch gejagt. Hast du schon genug rote Beete gegessen? Zack. Hast du, wenn es ganz schlimm kam, die Petersilie bei Vollmond hinters Haus geworfen? Also man kann die unmöglichsten Ratschläge, die sich dann mehr als Schläge entpuppen, als das, was man eigentlich braucht, nämlich einen Rat, den man verarbeiten kann. Und Sie erleben das jetzt ja alle, diese wunderbare Sache mit dem Wissen, Wissen, Wissen. Aber ein Obdachlosenplakat hat schon mal so schön gesagt, wer fühlt, was er sieht, gibt, was er kann. Also wenn das Denken und das Fühlen und vor allem das Handeln, aus welchen Gründen auch immer, sich nicht verbinden kann, dann bleiben wir eben auf vielem Wissen hängen. Und Wissen kann für viele Menschen auch unglaubliche Schuldprobleme erzeugen, nämlich die Frage, wer hat denn nun Recht? Und ich komme ja nun aus einer Zunft, wo alle glauben, sie haben Recht. Ja, das ist ja das Drama, wenn man mal Professor war, dann ist man ja in einem Haibecken. Wer ist besser als der andere? Wer hat mehr Drittel als der andere? Darf man viele der Dinge, die ich heute sage, habe ich in den 70er Jahren zu meinem Gegenstand in der Lehre gemacht. Und da war ich natürlich ein völliger Außenseiter. Diese Frage kennen Sie auch. Bei Vorträgen höre ich immer, bin schon wieder älter geworden. Ja, was ist das denn für eine interessante Erkenntnis? Ich frage dann oft, haben Sie eine Idee, was das Leben sonst mit Ihnen machen könnte? Und da ist das Muss einmal wichtig. Wer älter, also wer leben will, muss älter werden. Das ist die Kombination. Das ist das Gesetz, was hinter diesem großen Kosmos steht, den Herr Spitz uns gezeigt hat. Leben ist nur eine Möglichkeit. Leben müssen wir selbst. Den Neurobiologen würde ich gerne ins Buch immer wieder schreiben. Nicht das Gehirn denkt, sondern der ganze Mensch denkt. Wir kriegen die Möglichkeit zu denken, aber ob wir denken, ist eine zweite Frage. Das ist ja das Ärger mit diesem Organ. Dass man damit arbeiten muss. Man muss mit den Händen arbeiten, man muss mit dem Magen arbeiten. Gar nichts geht von selbst, sondern muss sich in einen sehr komplexen Zusammenhang hineinbegeben, der aus sehr unterschiedlichen Faktoren bestimmt ist. Lassen Sie mich mit einem kleinen Reigen von Beispielen beginnen, wo Sie das sehen, was ich meine, was der Mensch mehr ist als sein Befund und was Sie alle in der Tasche haben. Ob man das aber kennt, was man mehr ist als ein Befund, das ist ja der große Weg der Selbsterkenntnis. Dieser schöne philosophische Satz, werde der du bist, ja, hallo, wer bin ich denn, wo gucke ich denn hin? Gucke ich mehr in meine Krebserkrankung oder mehr in meinen Herzinfarkt? Oder warum kriege ich schon hohen Blutdruck morgens, wenn ich in den Job komme und Kollege X begegnet mir als Erster? Das ist ja nicht immer ein Gesundheitsfaktor, dann ist der Tag schon gelaufen. Und wie befreie ich mich sozusagen von dieser Komposition, dass das Leben ja immer mittendrin stattfindet? Und das ist nicht erst seit der Geburt so, sondern das ist in den ersten 9 Monaten die ganze Zeit der Fall. Dieses kleine, befruchtete Ei, was Sie alle mal waren, Foto haben Sie jetzt nicht dabei, ist anders wie bei der Schwangerschaft, aber das waren Sie mal. Und da liegt diese Potenzialität und dieses kleine Ei ist auch
traurig dran. Wenn es nicht im Affenzahn den Eileiter hochkommt, muss es schon mal den Bestatter bestellen. Und dann bleiben sie nämlich hängen und es geht nicht weiter. Was ich damit wagen will, auch die ersten 9 Monate. Wir sind schon 9 Monate alt, wenn wir geboren werden. Und manche sehen dann schon alt aus. Das ist nochmal eine andere Frage. Aber das ist der unglaubliche Prozess, der dann bis zum letzten Atemzug geht. Auch das Sterben müssen wir lernen. Das geht nicht von einfach. Wäre ja schön. Ich merke das jetzt in der Begleitung, wie schwer das manchmal ist. Aber auch wenn man bestimmte, wenn der innere Arzt da ist, wenn der innere Lehrer da ist, wenn diese Erkenntnis, ja, wie Snoopy und Brown das mal so in dem schönen Comic, wo Charlie Brown zu Snoopy sagt, one day we will die. Eines Tages werden wir sterben. Snoopy überlegt einen Moment und sagt, yes, it's true, but all the other day we will not. Ja, das ist wahr, aber all die anderen Tage werden wir nicht. Das ist eine, glaube ich, sehr große spirituelle Weisheit. Da steht hier jetzt nicht Dalai Lama oder sonst was drüber. Die haben auch kluge Sachen gesagt. Aber manchmal, und das haben sie gesagt, ich erlebe immer wieder in der Begleitung von Patienten, und ich habe viele Gruppen auch begleitet und tue das auch Freundinnen. Natürlich, wenn man 78 ist, dann verliert man. Links und rechts gehen alle die, mit denen man gelebt hat, mit denen man gedacht hat, mit denen man gekämpft hat. Das ist schon ein Prozess, der relativ schwierig ist, aber der uns darauf pocht, es sind ja noch andere da. Nur dann muss man wieder von diesem Sofa runter und sagen, ja, dann gucken wir mal, einer oder eine müsste ja auch noch dabei sein. Beispiele. Und ich gehe jetzt mal am Anfang, ich komme dann nochmal genauer auf die Krankheit Krebs und die Krebspatienten zurück, Patientin. Aber die anderen Krankheiten sind ja auch mal wichtig. Wer an einer Krankheit erkrankt, gucke sich mal um, was die anderen haben. Das erleichtert manchmal, das erschwert manchmal und Sie sehen dann, wie gut, dass wir es nicht aussuchen dürfen. Ich habe das immer in meinen Vorlesungen, Seminaren gemacht, 4 Krankheiten und gesagt, wenn ihr eine wählen müsst, ja, relativ junge Menschen, welche würdet ihr wählen, wenn ihr müsst? Am liebsten keine, ist klar, aber wenn? Und das war von Jahrzehnt zu Jahrzehnt anders. Das war in den 80er Jahren die AIDS-Krankheit bei jungen Leuten. Ja, das war so ein Punkt. Dann war lange, also war, da waren auch seelische Erkrankungen wie Schizophrenie oder sowas da. Dann stieg sozusagen nach dem Herzinfarkt die Bedrohung Krebs auf. Das war eine große sozialpsychologische Entwicklung auch. Und plötzlich kreuzten die Studenten Demenz an. Plötzlich ist das die Krankheit, die im Bild der Öffentlichkeit das Schlimmste ist, was einem passieren kann. Und schon haben die anderen wieder die Schwierigkeiten. Ich habe ja leider nur Krebs, dement bin ich noch nicht. Das kann aber noch kommen. Also insoweit muss man sich nicht auf diese Wahl, aber man kriegt einen relativen Blick darauf, dass natürlich jede Krankheit, je auch, wo sie einen trifft, das war Weizsäckers Frage, warum jetzt, warum hier, eine wichtige Frage. Und das, was sie mehr sind als der Befund, sozusagen, das bezieht sich ja darauf. Leben sie allein oder in Familie? Wenn sie sich eine Transplantationsliste angucken und die Kriterien sehen, dann sagt man eben nicht zu Unrecht, der Patient, der eine Herztransplantation bekommt und alleine lebt, ist ein größerer Risikofaktor als der, der in Familie lebt. Nun, manchmal stirbt man aber auch an der Familie. Insoweit sehen Sie, wie relativ das sofort wieder werden kann, herauszufinden, was ist für jeden ein Kriterium, ein Zusatzbefund, mit dem er die Krankheit besser überlebt oder an ihrer Hand geht, wie wir sagen, als in einer anderen Situation. Ein Herzpatient fragte nach seinem 4. Herzinfarkt auf der Intensivstation den Arzt, ob die Krankenkasse auch noch einen 5. Infarkt bezahlen würde. Der Mann hatte über Jahre auf die Aussteuer seiner Zwillingstöchter gespart und hatte große Angst, dass die Ersparnisse für seine Krankheit verwendet werden könnten. Die Sozialangst und die Liebe zu seinen Kindern hatten die Todesangst verdrängt. Das ist der Kern
dieses Beispiel. Sonst hat er nicht alle Tassen im Schrank. Der war nicht sozusagen Krankenkassengier oder irgendwas. Aber im Interview kommt diese Entschlüsselung. Die große Angst, das, was dieser Vater gerne wollte, dass seine Töchter nicht ohne Ausdauer blieben. Das hat ihn unglaublich bewegt. Das ist ein Beispiel. Der Mensch ist mehr als sein Befund. Und der behandelnde Kardiologe, vielleicht jetzt nicht der, der den Stint setzt oder der dies oder jenes macht, aber in der Reha müssen wir auf diese Frage kommen. Zweites Beispiel aus der Neurologie oder Altenforschung. Die große Dose mit dem Zucker, sie musste immer voll sein. Das große Glas mit dem löslichen Kaffee, es musste immer in Reichweite sein. Und Ölsardinen mussten da sein, viele Ölsardinenbüchsen, mindestens 20 und andere Konservendosen in seinem Zimmer, in seiner Reichweite. Und das Licht musste Tag und Nacht brennen und immer musste das Fernsehgerät an sein und auch das Radio. Also wenn Sie heute nach Hause kommen und Ihr Partner hat 20 Ölsardinendosen gebaut und das zwar noch im Kleiderschrank, ja, dann ist die Frage, setze ich mich damit auseinander oder weise ich ihn gleich in die Psychiatrie ein? Also das sind, ich mache das immer etwas locker, aber das ist eine Dramatik. Das ist ein Bewohner einer Pflegeeinrichtung, der jetzt auch den Verdacht auf Prostatakrebs hatte. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Er kam mit diesem Gepäck an, seine Diagnose war dissoziative Persönlichkeitsstörung. Haben wir übrigens alle, aber ist egal. Manchmal wird sie relevant, ja, weil man nicht das tut, was man weiß. Jedenfalls, er war als schwieriger und auffälliger Mensch angekündigt und es brauchte fast ein Jahr, bis er etwas von sich erzählt hat. Diese Persönlichkeitsstörung oder dieses, was manche junge Menschen, auch Patienten, so stille Akten haben, der ist schwierig, da darfst du das oder jenes nicht machen. Ich empfehle Ihnen übrigens deshalb, bei der Patientenverfügung schreiben Sie die drei Eigenschaften schon mal rein, die bei Ihnen hochkomplex sind, damit die wissen, mit wem sie es zu tun kriegen. Wir haben ja solche Sachen. Wir sind geduldig oder ungeduldig. Ja, wir sind, und meine Älteren, die sind nicht alle krank, aber im Heim ist es heute so, die Alten, meine Generation noch ein bisschen älter, die sagen oft nicht mehr Danke, die sagen, habe ich doch bezahlt. Wollen wir das mal festhalten hier? Und das macht den Altenpflegern es unglaublich schwierig, ja, bei schlechter Bezahlung und, eine Liebe zu uns zu entdecken. Also sorgen Sie ein bisschen für die Liebesverhältnisse vor, indem Sie schon mal sagen, was auf jeden Fall schwierig ist mit Ihnen. Übrigens ein Schicksal der Patienten, Sie haben es in Birngang, diese Rede, alle wissen, warum wir Krebs gekriegt, alle wissen es. Alle wissen auch, warum wir sowas tun müssen. Nur wir Blödmänner, die wir es haben, die wissen es nicht. Diese permanenten Ratscher, du musst, du musst, du musst, kommen ja nicht aus dem Inneren. Und natürlich kämpft die Tochter, wenn ihre Mutter eine Terminaldiagnose oder wie wir das nennen bekommen und sagt, Mama, mach das noch, mach das noch, mach das noch, obwohl die Mama sozusagen es bis hier hat. Kinder auf den Leukämiestationen, die an Krebs erkranken, ist ein großes Ergebnis der Forschung. Die fragen ihre Ärzte, kannst du mal der Mama oder dem Papa sagen, dass ich keine Chemotherapie mehr möchte? Und viele Kinder ahnen sehr viel genauer, dass es zu Ende ist. Aber sie sind schon fürsorgend für die Eltern und bitten den Fachmann oder die Fachfrau, sozusagen eine Erklärung zu finden, weil sie Mama und Papa nicht wehtun wollen. Das ist eine wichtige, auch da sehen Sie, mehr als der Befund, sondern da kommen ganz andere Landschaften zurück. Komme hier zurück zu meinem Ölsardinensammler. Sehr kurz, er war ein kleiner Junge im KZ, damals hat er gehungert. Und um ihn herum starben die, die nichts bekamen. Bis ins hohe Alter war Hunger zu einem biografischen Knotenpunkt, so habe ich das genannt. Wir haben manchmal biografische Knotenpunkte, wie ich zum Beispiel meinen Herzinfarkt, der relativ gut, ja, also nicht geheilt ist, ich habe immer noch meinen hohen Blutdruck, aber er hat jetzt nochmal eine Ladung plötzlich bekommen, das Herz jedenfalls, weil ich bei einem schweren Unfall eine Kriegserfahrung retraumatisiert habe, also die wieder hochgeholt habe, von der ich gar nicht wusste, also von der habe ich wissend erzählt, auch in meiner Therapie, aber die Bedeutung, die hatte ich
kommt jetzt, wird im Alter freigelegt. Das haben wir öfter, dass das Alter Dinge freigibt, weil wir jetzt eigentlich Zeit hätten. Das ist übrigens nochmal eine wichtige Anmerkung zum demografischen Wandel. Das ist doch ungeheuer. Ich müsste ja sagen, guten Tag, meine Damen und Herren, ich bin Teil der demografischen Welle, die jetzt gerade dement auf Sie zurollt. Ja, ich meine, die Vorstellung von Alter, ja, dass wir die ersten Generationen sind, die zum Teil mit schweren Erkrankungen sehr viel älter werden als ganze Generationen vor uns und nach dem Ende der Erwerbsarbeit auch noch Zeit haben, wie wir beide oder andere, sozusagen weiterzuarbeiten. Es gibt doch keinen Grund, mit 65, wenn man die Erwerbsarbeit hinter sich hat, aufzuhören, zu denken, zu handeln, zu fühlen und Spaß zu haben, irgend so etwas. Aber auch vielleicht besser oder schwieriger mit dem Leiden umzugehen. Er sagte dann zu dem Arzt, er brauche den Zucker, denn Zucker bedeutet Energie, Wissen. Er brauchte die Stimmen aus dem Radio, damit er nicht so allein war. Er brauchte den Kaffee, denn Kaffee bedeutete, wach zu bleiben. Das war im KZ besonders wichtig, dass man wach bleibt, dass nicht irgendwann, übrigens meine Obdachlosen haben das auch, wenn die dann schon mal unter Obdach schlafen, dann haben die unheimliche Angst, dass dann der Nächste im Bett aus der Plastiktüte etwas rausholt. Deshalb schlafen die zum Teil draußen auf ihren Plastiktüten besser als in einer Einrichtung, wo sie Angst haben, dass da welche kommen, die ihnen wieder was wegnehmen. Zu der Pflegerin hat er oft gesagt, kannst du mir einen Schweinebauch kochen, so ein großes Stück, ordentlich Fett. Das war die Generation, die Nerven brauchen Fett. Ich weiß noch, wie ich mit der Gesundheitsarbeit anfing. Ja, wenn sie da auf dem Land sagen, nichts essen, nichts trinken, nachts im Wald rumlaufen, Risikofaktor, und dann sagen die Mädchen, geh nach Hause, kannst du was ganz schlau sein, aber jetzt können wir 3 Koteletts essen und die essen wir auch. Die Nerven brauchen Fett. Das sind ja Strukturen, die zu dem Zusatz des Bedarfs dazugehören. Wir sind mehr als unser Befund. Also das wäre ein Beispiel, wir sind mehr als der Befund einer Kriegsgeneration. Und wann die in eine Krankheitssituation kommen oder anderes und was sie jeweils lernen müssen. Noch 2 Beispiele, nochmal einmal aus der Neurologie. Eine 83-jährige agile Frau erleidet wenige Stunden nach dem Tod ihres Mannes eine Schenkelhalsfraktur. Sie wird chirurgisch versorgt. Bei der Krankengymnastik 5 Tage später, der Mann wird zur selben Stunde in ihrer Abwesenheit beerdigt, kommt es zu einem Schlaganfall mit rechtzeitiger Lähmung und Aphasie, wobei sie wie in einer fremden Sprache, aber wortreich und eindringlich ihre Verzweiflung zum Ausdruck bringt. Internistische sogenannte Risikofaktoren sind nicht zu eruieren, schreibt der Internist hier. Das ist wichtig. Hier sehen Sie, in welche Komplexität der Tod des Mannes, der Schlaganfall, die Angehörigen denken ja, sie machen was Gutes, Beerdigung schon mal erledigt, aber sie ahnt. Sie weiß nicht gar, aber sie ahnt und ist jetzt nicht dabei. Das heißt, der jetzt den Schlaganfall und die Aphasie mit rehabilitieren will, muss langsam in diesen biografischen Kontext hinein. Ein letztes Beispiel. Wir sind schon mit dem Moment der Geburt mehr als das, was wir befunden sind. Unsere Geburtsanzeigen sind ja doch süß, ne? Da steht, wie groß man ist und wie viel man wiegt. Ich finde das tragisch, dass das schon am Anfang steht. Vielleicht ist das eine der Formen dieser, ist das wirklich das Interessante, die 1200 Gramm und so. Wir haben uns jetzt darauf eingestellt, ist gut, aber zum Beispiel schon, was da steht, Geburtsort, kann später dann sehr entscheidend sein, da steht dann Schlesien. Und dann weiß man manchmal mit kleinen Daten, ja, die da in so einer Anzeige stehen, welche biografische Geschichte dahinter steht. Und wenn da steht, ich habe über viele Jahre jetzt auch für die Hospizarbeit Beerdigungsanzeigen mir immer angeguckt, und wenn da steht, hart gekämpft und dann verloren, weiß ich immer, das ist ein Krebspatient. Es ist sehr interessant, wie sich dann so bestimmte Stigma, Ausgrenzung, aber eben auch das, was man zu Recht auch denkt, ist ja alles legitim, zu sagen, wir haben so gekämpft. Übrigens beim Herzinfarkt, gerade bei Männern haben wir dieses Problem, sie haben alles gemacht, was präventiv gesagt wurde. Mutter ist mit den Körnern hinter ihnen hergelaufen. Seit Jahren haben sie kein anständiges Frühstück mehr gehabt. Haben sie alles gemacht und dann kriegen sie einen Herzinfarkt. Das ist so eine Gemeinheit und das wissen wir in der Psychosomatik. Wir müssen manchmal mehr mit der Beleidigtheit
umgehen, dass jemand krank geworden ist, ja, als mit der Tatsache, niemand, der hier sitzt, kann nicht auch eine andere Krankheit haben. Niemand, der hier sitzt, muss nicht unbedingt eine Krankheit haben. Das heißt, auf den Teil haben wir keinen Einfluss. Wir können aber lindern, wir können mindern, wir können auch präventiv einiges tun. Nur eine Sicherheit, Weizsäcker, nicht nur Weizsäcker, die Naturwissenschaft hat uns gesagt, Kausalität ist im Lebendigen ein Problem. Der eine Faktor mag zu dem anderen passen, aber schon der dritte fällt wieder raus. Das ist unsere Kraft, dass wir mehr sind als der Befund und anders, als man angenommen hat. Genetisch gesehen kann man sagen, sie sind ein Überraschungsei. Und das ist ein wichtiger Punkt. Man weiß nicht genau, was aus ihnen wird. Und das ist nicht nur die Dramatik, krank zu werden, sondern das ist auch der wunderbare Teil, dass sie alles, was sie jetzt geworden sind, was sie an sich mögen, was sie am Partner, an den Kindern mögen, von all dem wussten sie vorher, bevor es geworden sind, nichts. Das müsste uns, also nicht immer, wer weiß, was kommt, ja, weiß man nie. Kann einem Dachziegel auf den Kopf fallen. Kann aber auch, komm hier aus der Halle raus, vielleicht gibt es noch einen Briefträger auf dem Fahrrad, gibt es ja wahrscheinlich mehr, und sie verlieben sich unsterblich in den. Oder, ja, sie stoßen mit dem zusammen. Wenn sie noch einen zu Hause haben, haben sie Pech gehabt, dann haben sie ein Problem. Dies alles gehört ja zu dieser Kompaktheit dazu, dass die Krisen wie das Glück, das was gelingt und das was nicht gelingt, im Leben, im Weg durch die Fremde, tatsächlich immer wieder da ist. Ein letztes Beispiel von zwei Kindern. Ein 7-jähriger Junge, der immer wieder auf den Friedhof wollte, wurde dies von der Mutter mit der Begründung verweigert, der Friedhof sei kein Platz für Kinder. Daraufhin fragte er seine Mutter ganz verunsichert, und was passiert wenn mir, wenn ich sterbe, wo komme ich denn dann hin? Nach vielen Gesprächen besuchten wir, ein Therapeutenteam, besuchten wir zunächst gemeinsam den Friedhof. Für die Mutter war es unendlich schwer, sie war davon überzeugt, ihr Sohn wisse nicht, dass er bald sterben werde. Und sie wusste nun aufgrund vieler und teilweise sehr gezielter Fragen feststellen, dass sich ihr Kind schon länger mit seinem eigenen Sterben auseinandergesetzt hat und nun doch noch die Möglichkeit gefunden hat, mit ihr darüber zu sprechen. Das war der Herzenswunsch. Und deshalb, das ist auch Wissen. Das ist ein intuitives Wissen, das ist offenbar ein Wissen über die Endlichkeit, mit der wir Menschen zur Welt kommen, weil wir strecken die Hände nach Hilfe aus. Und deshalb ist die Erfahrung, wir sind mehr als ein Befund, vielleicht können Sie sich daran halten. Sie alle haben 9 Monate bedingungsloses Asyl hinter sich. Sie beginnen Ihr Leben mit einer Hausbesetzung, es mag Ihnen ja politisch unangenehm sein, Sie nisten sich in der Gebärmutter ein. Das ist evolutionsmäßig die. Also wenn Sie jetzt nicht an Schöpfung glauben, dann glauben Sie wenigstens an den Urknall. Diese Skizze hat es so schön gezeigt. Aus dem Ende, aus dem Staub sind Sie geworden. Das waren die ersten Ingredienzien für Leben. Ist doch wunderbar. Gucken Sie sich doch mal um, was aus Staub alles werden kann. Was für eine grandiose Leistung der Schöpfung, der Entwicklung der Menschheit und der Welt, von der sie lebt. Aber es ist ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, heute ist ja die Forschung auch sehr an dem Begriff der Empathie. Wir sind an der Frage, warum bedeutet das so viel, dass im Moment unsere Lebenszusammenhänge nicht nur durch Politik und anderes zerreißen, sondern weil wir sie nicht nutzen. Wie ist die Scham entstanden, nicht über die Krankheit, nicht über Hilfe nachzusuchen oder auch daran zu glauben, dass man was alleine schafft? Wir haben ja eine, meiner Meinung nach, auch Übertherapeutisierung. Wir können nicht mehr essen, da brauchen wir einen Ökotrophologen. Wir brauchen nicht mehr bewegen, dann brauchen wir einen Bewegungstherapeuten. Wir können nicht mehr atmen, dann brauchen wir einen Atemtherapeuten. In der Not brauchen wir die alle. Aber nicht als permanentes Angebot. Da muss man sich ja fragen, was können wir denn noch selbst? Und wie üben wir selbst oder mit unseren Kindern das, was wir brauchen? Immer wieder noch, das letzte Beispiel, immer wieder erleben Eltern, Ärzte und Therapeuten und Erzieher, mit welcher Energie Kindern ihren eigenen Kraftglauben schenken und sich präventiv auf den Abschied einstellen. Hier geht es um Kinder, die selber sterben, oder ich begleite Kinder, auf deren Eltern sterben. Auch die müssen sich ja vorbereiten. Und manchmal, wenn es, also wir machen mit der
Bremer Krebsgesellschaft ein Projekt, das heißt Paracelsus. Da, wie heißt das Pferd, das Geflügelte? Pegasus. Paracelsus war auch gut, aber das ist jetzt Pegasus. Da begleiten wir Kinder, deren Eltern schwer an Krebs erkrankt sind. Manche genesen auch wieder, aber das sind ja manchmal Jahre. Und wir haben in Deutschland etwa 80.000 pflegende Angehörige unter 14. Das machen wir uns ja nie klar. Du ziehst ja nicht aus, wenn deine Eltern erkrankt sind. Und da sehen wir eben die unglaubliche präventive Kraft auch. Dieses, wir sind mehr als der Familienbund verbunden. Wir haben jetzt eine, die Mama oder Papa sind an Krebs erkrankt oder haben einen Gehirntumor, sondern die Familie muss sich ja um diese Krankheit wieder arrangieren. Jeder muss darin auch wieder eine andere oder neue Rolle, aber die Kinder versuchen auch bei ihren Kompetenzen zu bleiben. Hier geht es um einen 5-jährigen Jungen, Daniel, der wünschte sich von seiner, also der war nun selber derjenige, der schwer an Leukämie erkrankt war und es schien sehr, dass er das nicht schaffen würde. Dieser 5-jährige Daniel wünschte sich von seiner Begleiterin auf der Station ganz viele Fotos, auf denen Blumen waren, die ihr gefallen. Also keine Wasserbilder, sondern er hat sich Blumenkarten gewünscht. Als er sie bekam und die Begleiterin fragte, wozu er sie benötigte, erklärte er wörtlich: Die Fotos nehme ich mit in den Himmel. Dort ist eine riesige Blumenwiese und wenn ich da bin, pflücke ich dir einen ganz großen Strauß, weil du doch Blumen so magst und dann warte ich auf dich. So ungeheuer. Auf die Frage, ob er für seine Mami auch einen Blumenstrauß pflücken würde, antwortete er ganz spontan: Ja, natürlich, aber das wird eine Überraschung. Also von ihr wünsche ich mir jetzt nicht die Fotos. Das wird eine Überraschung. Ich kann ihr ja nicht sagen, dass ich hier im Himmel Blumen pflücke. Dann wird sie immer so traurig und sagt, ich soll hier auf der Wiese Blumen pflücken. Aber das geht doch nicht, weil ich nicht so viel Zeit habe und den Strauß dann nicht fertig wird. Der Mensch ist mehr als sein Befund. Und das ist er vom ersten Moment schon eigentlich der Zeugung, in der es ja darauf ankommt, mit den Potenzialen, die im kleinen weiblichen Eizelle in den Zellen sind, nun schon in den 9 Monaten am Leben mitzubasteln. Blechschmidt, der Embryologe aus Göttingen, der Alte hat dann diesen Begriff der dynamischen Embryologie. Es ist nicht so, dass da eine Maschine geboren wird, sondern die kleinen Menschen machen schon mit. Die müssen ja zum Beispiel sich auseinandersetzen, ob durch die Nabelschnur Drogen kommen, ob die Mama Gewalt erfährt, welche konstitutionellen, ob sich ein kleines Loch in der Herzwand entwickelt. Was immer auch an Schwierigkeiten auftaucht, geht mit in die Gestaltung hinein. Und das verweigert uns eigentlich heute, müssten wir sagen, und das haben Sie so schön in diesem Wort mit dem Selbstorganisation. Der Organismus, alles, was wir haben, sind so heute die systemische Biologie, sind sich selbst organisierende Systeme, die aber eben Bedingungen brauchen. Und wenn die Bedingungen verweigert werden, dann können diese Systeme nicht das entwickeln, was sie potenziell entwickeln könnten. Das bedeutet aber, dass die Tatsache, dass wir selbst daran beteiligt sind, übrigens, so wie Weizsäcker das auch ausgeführt hat, auch wir sind Schöpfer unserer Krebserkrankung. Ja, biologisch gesprochen und so weiter. Wir haben sozusagen, es gehört ja zu uns. Natürlich gibt es vieles, was wir nicht, lieber gerne nicht produziert hätten, das ist klar. Aber es ist erstmal neutral wichtig zu sagen, die Krankheit gehört uns. Das ist ein wichtiger Teil für das, wenn man enteignet wird und andere mal wissen, was man tun soll. Vielleicht kann ich etwas, was sinnvoll wäre, nicht tun, dann eben nicht. Wir brauchen Berater, wir brauchen Menschen, die uns erklären, warum. Aber immer noch ist die Autonomie und die Selbstbestimmung und der Versuch, eine, immer müssen wir Entscheidungen treffen. Nochmals, Leben bekommen wir nur als Möglichkeit, leben müssen wir selbst. Wir kriegen ein Gehirn zum Denken. Ob wir denken, ist eine zweite Frage. Wir kriegen Hände, um zu schöpfen, um zu schlagen, um zu streicheln. Wir kriegen die Möglichkeit zu lieben,
aber lieben müssen wir selbst. Das ist eine, und zwar nicht selber schuld, diese Schuldfrage, sondern das ist das Potenzial. Deshalb sind wir mehr als ein Befund, dass an einer Stelle etwas rausgekommen ist, was wir nicht so gern haben. Wir wollten gerne Kinder und bleiben kinderlos. So, potenziell kann das jede Frau, jeder Mann könnte ein Kind zeugen und dann haben sich Bedingungen verändert. So, das heißt, immer wieder sind wir auch mit dem Gelingen, wie mit dem, was unserer Meinung nach nicht gelungen ist, konfrontiert. Ich selber habe das, wollte unglaublich gerne eigene Kinder. Nach der dritten Fehlgeburt habe ich aufgegeben. Als ich dann so schwer erkrankt bin, in Anführungsstrichen, war ich wieder froh, dass ich gerade zu dem Zeitpunkt nicht eine Schwangerschaft nicht gelungen war. Das Leid oder der Schmerz ist geblieben. Aber die Entscheidung war, gut, an jedem Spielplatz und überall, auch meine Studierenden, meine ich nicht zu meinen Kindern, aber es laufen genug Kinder rum. Ich sage immer, wenn Menschen, ja, jetzt gibt es Selbsthilfegruppen, finde ich ganz unmöglich, für verlassene Großeltern. Hallo, wo sind wir denn eigentlich? Wo wir alle Selbsthilfe organisieren. Also, als wären diese Enkelkinder unser Besitz. Ich kann das verstehen, dass es traurig ist, wenn man mit der Schwiegertochter oder der Sohn macht es jetzt ganz anders. Der hat nun ausgerechnet eine Frau geheiratet, die eigentlich so ist wie seine Mutter, also kriegen die das nicht mehr zusammen. Und dann sage ich immer, sie müssen vielleicht auch die Schwiegertochter verstehen. Es könnte sein, dass sie sagt, du, ich habe dir schon den neurotischen Sohn abgenommen. Das, meine Kinder kriegst du jetzt nicht auch. Also, da sehen wir, wir sind mehr als unser Befund. Das heißt, wir sind soziale Wesen. Wir wissen, dass andere Kinder uns genauso brauchen. Sie brauchen nur einen halben Kilometer gehen, da ist ein Spielplatz und da sitzen unglaublich viele globale Enkelkinder. Die froh sind, wenn da mal eine Oma, vor allen Dingen Opas. Wir suchen in unserer Kinderarbeit, auch jetzt mit Flüchtlingen, wir suchen händeringend nach den Opas. Nach Männern, auch Vätern. In Hamburg haben wir 800 ja, relativ junge Männer gefunden, die für Kinder aus prekären Verhältnissen partiell die väterliche Patenschaft übernommen. Da ging es Schulabschluss machen ohne Ausbildung hin. Der leibliche Vater hat da große Schwierigkeiten mit. Wenn da aber einer kommt, der hat ja kein besonderes Interesse, aber er neigt sich uns zu. Das ist das, was wir als Patienten ja natürlich auch suchen. Also zusammengefasst, der Teil. Leben ist nur eine Idee, eine biografische Utopie. Man könnte sagen, ist immer ein Entwurf für die Zukunft. Sie wissen nicht, was morgen kommt und auch nicht, was übermorgen ist. Wir wissen nicht, ob die Wahl heute so oder so ausgeht und was das im Einzelnen bedeutet. Für die Leute, die wählen und unterschiedliche wählen, je unterschiedliches. Für einen ist der Untergang, für den anderen ist der Aufbruch, was auch immer. Deshalb ist es nicht egal, es ist nur anders. Und das ist ein wichtiger Teil. Das hat das Leben insgesamt. Einstein hat das mal sehr schön formuliert. Von gestern lernen, heute leben und auf ein Morgen hoffen. Ja, das ist auch, finde ich, für die Heilung ein ganz wichtiger Punkt. Von gestern lernen, aber heute den Weg finden, Anfänge machen, aber auf ein Morgen hoffen. Das Fragen beginnt, bevor wir sprechen können und immer mitten im Leben, das uns umgibt. Ohne Wenn und Aber, ohne Versprechung und Versicherungsschutz bekommt der Mensch mit dem Geschenk der nackten Geburt nur die Möglichkeit. Das ist ein wichtiger Kernsatz, also für mich jedenfalls, der uns aber auch erleichtert, weil unglaublich viel Energie geht damit verloren, dass man denkt, das Leben hat was versprochen. Mir persönlich und sollte es auch halten. Nein, das Leben hat Ihnen gar nichts versprochen. Das entlastet, weil man sonst immer zählt, warum hat der das und ich nicht und warum bin ich krank geworden. Verstehe diese Frage auch und dann sage ich immer, ich finde auch, die Nachbarin ist eine dumme Zicke, die jetzt kriegen soll. Hat sie aber nicht. Ja, das ist ja wirklich auch der Ärger und man muss sich mit dieser, so schön wie sie die Geschichte mit dem Wolf fortgesetzt, Zorn und Wut ist eine wichtige Zukunftsfähigkeit auch. Wenn ich mich nicht mehr ärgere oder wütend bin über das, was ungerecht ist, sozusagen über den Arzt, der nicht mit mir spricht oder irgendjemand, der über mich verfügt. Ja, Herrgott nochmal, woher soll denn die Kraft kommen? Die kann immer nicht nur mit der Liebe und mit der Freundlichkeit kommen. Wie ich aber meine Wut, wie ich meinen Ärger in eine Haltung bringe, in der der andere auch damit was anfangen kann,
Also wir haben ja viel gesagt. Ich finde zum Beispiel, der ärztliche Beruf ist einer, der mit wenig Lob auskommen muss. Ja, das ist ein Beruf, ähnlich übrigens wie Lehrer. Also und diese Tatsache, dass heute in der öffentlichen Gewalt die Helfer angegriffen werden, also der Notarzt oder der Sanitäter, das sollte uns alle mal doch sehr nachdenklich machen, wann wir übrigens auch da, wo etwas vielleicht nicht gelungen ist, ja, wo ein Arzt sich verabschiedet auch mit dem Satz, ich kann nichts mehr für sie tun, das bedeutet ja nicht, dass andere nicht noch was tun können, aber dass wir in anderer Weise mal Danke sagen und auf der anderen Seite auch an der Stelle kritisieren und nicht erst hinterher. Im Hotel liegen ja jetzt immer so Bögen aus, da kann man immer gleich sagen, was nicht gelaufen ist, aber wer die auswertet, weiß man auch nicht. Und manchmal schreibe ich da nicht drauf, weil ich nicht möchte, dass diese schlecht bezahlte Zimmerfrau jetzt das auf den Deckel kriegt, was das Hotelmanagement aber versaut hat. Ja, wir sind da ja gerechtigkeitsmäßig in großer Schwierigkeit. Also, Leben muss das Leben selbst werden. Und da kann man immer sagen, das haben Sie auch in den Grußworten schon gesagt, das Erhoffte kämpft immer mit dem Ungewollten. Das wollte ich, aber das wollte ich nicht. Sie kommen ungefragt zur Welt. Ich weiß nicht, mit wem Sie vorher geredet haben. Sie werden ungewollt, ungefragt, sage ich mal, mit so einem schönen kleinen Kinderwagen, vom Krankenhaus in eine Familie verschleppt. Und wo Sie da angekommen sind, vielleicht haben Sie ja großes Glück gehabt. Die hier sitzen sowieso alle. Aber ich meine, es kann auch sein, dass das Ihr großes Unglück wurde. Aber ohne diese Eltern wären Sie nicht gezeugt worden. Bei mir war der Erzeuger schon erstmal gar nicht mehr da. Sie kommen ungefragt in eine Zeitgeschichte. Das sind alles die Punkte. Ich habe nicht gesagt, 17. Januar 39, ja, das würde ich gern. Da ist Krieg, da ist was los. Und Herrn Hitler wollte ich auch mal kennenlernen, damit ich mich schon mal auf die anderen vorbereiten kann. Das habe ich alles nicht gesagt. Und so wie Sie hier sitzen, sind Sie alle Zeitzeugen geworden. Und zwar auch in der Medizingeschichte. Wenn ich meine erste OP-Narbe meiner Brustkrebserkrankung sehe und meine 20 Jahre danach, dann kann ich an meinem Leib auch ein Stück Medizingeschichte studieren. Ich kann sehen, was heute die zentralen Vorschläge sind. Ich kann auch unterscheiden, wie war der Arzt damals oder wie war der. Das sind wichtige Erfahrungen, die wir machen. Aber es ist nochmal die Zeitgeschichte, der wir alle Träger sind. Ja, dass wir hier so einen Kongress machen und darüber reden, das ist ein zeitgeschichtlicher Erfolg. Es ist nicht so lange her, als Patienten allenfalls oben vorgeführt worden sind in einer Universitätsklinik. Das ist noch nicht so lange her. Und das ist ein Ergebnis von Ärzten, Professionellen und Patienten. Ohne Patientenbewegung würde es das nicht geben. Übrigens ohne die wirklich große zivilisierte Bewegung der Hospiz, ja, mit 100.000 Leuten, hätten wir heute nicht die Lehrstühle für Palliativmedizin. Ja, also diese Entwicklung. Und schon sind die Onkologen wieder ein bisschen sauer und sagen, das machen wir doch alles. Ist ja klar, die Konkurrenz bringt dann sofort auf. Ich will nur sagen, dieser Prozess, nämlich niemand kann ahnen, was ihn irgendwann und auf welche Weise erwartet, ob Krisen zur Richtungsänderung zwingen. Manche machen eine Krise nach der anderen. Ich nehme noch mal meinen Herzinfarktpatienten, der macht Infarkt, 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 aber auf sich selber, in der Sorge um seine Familie kommt er nicht. Und ob wir diesen Wandel zum inneren Arzt oder zu etwas, dass wir, ich nehme mal so andere Bereiche, bin ja mein letztes Buch habe ich mit Henning Schärf zusammengeschrieben und der ist ja so ein Vertreter der Wohngemeinschaften. Betreutes Wohnen, Sie sind hier auch ein betreutes Publikum. Ja, das brauchen wir, das ist die eine Seite. Aber der schwärmt so für Wohngemeinschaften. Ich sage, du, ich habe 20 Jahre da drin gewohnt. Aber eine ganze Generation, die Wohngemeinschaft eigentlich immer mit sexuellem Missbrauch verbunden hat. Wie wollen die denn jetzt auf einmal im Alter, sollen die Haus und Hof verlassen und sich mit irgendwelchen Menschen, von denen sie sagen, der eine riecht und der andere kleckert immer, wie soll ich denn mit denen zusammenwohnen? Das sind riesige Transformationsprozesse, auch um unseres eigenen Wohls willen. Ja, das ist ganz schön schwer, immer wieder diese Strukturen zu machen.
Sie machen einfach den Finger hoch, wenn ich aufhören soll, ne? Es ist immer eine Richtungsänderung auch zwischen, was ist der Gewinn und der Verlust einer Krankheit. Da haben Sie heute mit begonnen, mit dieser Geschichte. Dieses Buch, was damals ja sehr erobernd war, Krankheit als Chance, das hat mich vom Titel her ziemlich schnell geärgert. Weil wir müssen dann, also nicht wegen dem Autor, aber wir müssen natürlich fragen, wann, unter welchen Bedingungen wird Krankheit denn eine Chance? Dann müssen wir wieder über mehr nachdenken. Ja, das ist nicht einfach, wer krank ist, ist erleuchtet. Dann wäre ich ja schon dreimal erleuchtet. Dann wäre ich jetzt Papst irgendwie oder Päpstin. Ja, wenn das alles zu erleuchten, ich habe viel gelernt von jeder Krankheit. Ich würde immer noch sagen, naja, also ohne die wäre ich nicht da, wo ich in meinem Wissenschaftsgebiet und anderem wäre. Aber ich würde jetzt nicht einfach sagen, ohne die wäre ich gar nichts geworden. Das ist eben zu leicht. Und das haben Sie auch in beiden Vorworten gesagt. Was das dann ist, daraus musst du erstmal eine Kraft machen. Dass du etwas gelernt hast, dass du Experte bist. Ivan Illich hat in den 80er Jahren dieses Buch Nemesis der Medizin. Ja, je mehr wir unser Leben, das ist schon uralt, Enteignung der Gesundheit, je mehr wir alle unsere Gesundheit, alles an die Experten abtreten und schon gar im älter werden, mache ich ja manchmal so Vorträge auf diesen Messen auch. Und dann gehe ich manchmal dann und denke, mein Gott, was ich noch alles kaufen muss ab 80. Die ganzen Rollstühle und welche Klobrille, die hoch und runter fährt und ich weiß nicht, was es da alles gibt. Ja, es sind aber wichtige Hilfsmittel. Aber ich kann mich auch in dem Konsum total versenken. Denken Sie nur mal an dieses beglückende Instrument des Rollators. Es ist heute ein krankmachendes, sozusagen für die Orthopädie. Ja, weil die Alten alle mit diesem Ding, das vorne vollladen und dann eben noch mehr latschen als vorher und sich da drauf stützen. Ein Vorteil hat es noch. Ich finde, es ist die Waffe des alten Menschen. Man kann jemanden mal in die Hacken fahren und sagen, habe ich nicht gesehen, habe ich auch nicht gehört. Ja, also insoweit, es gibt immer wieder auch Vorteile davon. Aber wir sehen, jedes Produkt, jede Hilfe kann auch in ihr Gegenteil umschlagen. Es geht also immer eigentlich wieder um Ankunft und Abschied. Und es geht nicht nur um den letzten Abschied, sondern zwischendrin ist es eben schwer, sich abzufinden und Abschied zu nehmen von einem Zustand, ich bin unverletzt, ich bin auch mit meiner bisherigen Erfahrung nicht fragil. Wir sehen ganz wichtig, wie das Thema Endlichkeit und das Thema Verletzlichkeit, Gebrechlichkeit einem ganzen Weltbild einfach unterworfen hat. Und das ist nicht nur eine Frage des Alters, sondern wir kommen als gebrechliche Wesen zur Welt. Wir kommen als zu pflegende Wesen zur Welt. Also im Alter, ja, man kann sich vor den Pampers fürchten, aber sie haben sie schon mal gelernt, am Anfang. So, also wir machen einen riesen Zyklus und so weiter. Deshalb ist es nicht einfach Wiederholung, es ist völlig anders, weil man zwischendurch ja eben gelernt hat, alles selber zu machen. Das aber ist eigentlich relativ nur eine kurze Zeit. Und wenn man Ihre Skizze sieht, ja, die Evolution hat uns eigentlich eher mit 60, 65 vorgesehen, als das, was hält. So, und dann gibt es aber, und das ist der große Erfolg, wir haben heute über Ernährung, über Bewegung, über operative Maßnahmen, kriegen wir sozusagen Jahre geschenkt. Aber die kriegen wir ja nicht nur, damit die Hüfte wieder in Ordnung ist, sondern damit sie auch sich immer noch erinnern, wo sie gerne hinhüpfen wollten. Ja, sonst bräuchte man das nicht zu machen, diese Investition. Also, wenn es weitergeht, und ich frage das oft in einen Saal hinein, wissen Sie, warum Sie noch älter werden wollen? Und sonst in einer der Pause oder im Raum der Stille mal überlegen, was sind denn meine zwei, drei Sachen, weshalb ich auch hierher komme, weshalb ich was über mich, über die Medizin, über meine Krankheit lernen will und was möchte ich gerne damit anfangen? Und wenn ich das nicht alleine kann, wer könnte mir dabei helfen? Also weder Krankheit, Verrat, Verlust, Krieg oder sowas treffen nicht auf alle zu, aber doch auf sehr viele. Insoweit bezogen auf das Thema, was ja im Untertitel dieses Kongresses ist, ich selbst bin der Meinung, es gibt überhaupt nichts anderes, wenn man sich wissenschaftlich damit auseinandersetzt. Es gibt gar nichts anderes als Selbstheilung. Wenn es das gäbe, ja, dann wären wir gut dran.
Auch übrigens der Arzt muss den inneren Arzt abrufen. Sonst kann er gar nicht mit dem Patienten zugehen. Dann ist er vielleicht ein Techniker, ein guter Mediziner, aber kein Arzt. Also das heißt, wir müssen oder sollten oder können oder dürfen, so hat es Weizsäcker gesagt, ja, diese fünf pathischen Kategorien. Ich muss lieben, klingt anders, als ich soll lieben. Ich kann lieben, klingt wieder anders und ist auch anders, als ich will lieben. Und ich darf lieben, ist nochmal was anderes. Es sind immer Entscheidungen, die da drin sind. Und das glaube ich, also die Grundthese, Selbstheilung ist keine Erfindung sozusagen der Esoteriker oder der komplementären Medizin oder was auch immer. Wir haben nur verschiedenste medizinische Richtungen, die damit nicht mehr rechnen. Das ist ja sehr interessant. Also an der Placebo-Diskussion haben wir das gesehen. Wenn auch ein hartgesottener Schulmediziner, sage ich mal, nicht damit rechnet, dass sie mehr sind als das, was man auf dem CT sieht, dann braucht er ihnen noch nicht mal eine Operation oder eine Pille verordnen. Er hofft ja, dass das Medikament, die Operation, die Bestrahlung, die Chemotherapie, sozusagen das, was in Ordnung ist, was funktioniert, wieder stärker ins Spiel bringt, ja, weil die mit betroffen sind, aber auch, und das ist eben, was mir insgesamt in der gesamten Gesundheit noch wahnsinnig fehlt, wir konzentrieren uns immer wieder wesentlich nur auf das Körperliche. Das Somatische ist das Wichtige, aber die Seele, der Geist, das Soziale und das Spirituelle, diese anderen vier Kräfte sind enorm wichtig. Der Glaube an etwas, die seelische Bereitschaft anzunehmen, ich bin nicht mehr so gesund wie früher und ich werde auch nicht, das ist ja so eine Idee, es soll alles wie früher sein. Nein, die Physik hat uns das klar gesagt, Zeit ist irreversibel. Sie kommen hier anders raus, ob Sie Geschädigte sind, das weiß ich jetzt nicht. Sie sind gegen mich nicht versichert, das ist eine andere Problematik. Aber wir kommen immer in einen leicht oder anders veränderten Zustand. Das genau ist ja die Kraft, mit der Sie weitermachen. Insoweit, glaube ich, Heilung sozusagen ist etwas, Hans Jonas, der Biologe und Philosoph, hat es mal so genannt, es ist Selbstintegration, ein bisschen altmodisch formuliert, aber gut, Selbstintegration im tätigen Vollzug. Sie kriegen eine Diagnose, jetzt müssen Sie das Gespräch mit dem Arzt, mit dem Psychotherapeuten, Ihre Ernährung, Ihre Bewegung, Sie müssen anfangen, es in sich selber mit zu integrieren. Sie selber sind ein, sozusagen, der Maßstab oder die Möglichkeit oder Unmöglichkeit, das wirklich zusammenzubringen. Heilung, kann man sagen, ist also, wenn man das Wort mal nimmt, wesentlich eine Integrationsarbeit. Heilung ist die Fähigkeit zur Reinigung und zur Auflösung. Ja, Heilung, sozusagen die Welt will heil werden oder Sie wollen heil werden, heißt immer schauen, was läuft. Heilung, könnte man sagen, ist eine Aufgabe, neben den körperlichen Kräften Ihre anderen Kräfte sozusagen zu entdecken, wenn Ihre Seele auf der Bremse steht und Sie sagen, es hilft sowieso nichts. Das hat nicht nur Simonton, Siegel hat dafür sehr schöne Beispiele. Wenn Sie daran glauben, da hat er so Beispiele genannt, Sie kriegen die Diagnose Parkinson und er hat dann manchmal Patienten gefragt, was haben Sie als erstes gedacht? Und dann hat die Patientin gesagt, Rollstuhl, und sie war auch im halben Jahr im Rollstuhl, obwohl medizinisch gesehen das eigentlich nicht vorhersehbar war. Also das heißt, wir nennen das Suggestion, wir nennen das Meditation, wir nennen das alles Mögliche. Der Geist und die Seele haben eine unglaubliche Kraft. Und was dieser Kongress zur Heilung beiträgt, ist eben zum Beispiel einer, und deshalb mahnen Sie das auch zu Recht an, in allen epidemiologischen Untersuchungen wissen wir, dass wo die sozialen Kontakte und Kräfte fehlen, wo man also ausgegrenzt und abgelehnt ist, das ist ein mindestens so wichtiger Faktor, und das sage ich sehr ernsthaft, wie die Chemotherapie und wie die Qualität der Bestrahlung oder auch, wenn wir schon früher gesagt haben, auf die Dosierung kommt es an. Aber nicht nur auf die sozusagen medikamentöse Dosierung, sondern auch auf das, was uns übrigens jetzt im Alter unheimlich bevorsteht. Das müssen wir vorstellen. Jetzt fangen wir endlich daran zu diskutieren, warum ältere Menschen nicht mehr als
6 Tabletten haben sollten, dass wir das abstimmen müssen, dass wir ganze Generationen im Moment drogenabhängig machen. Die legale Drogenabhängigkeit ist sehr viel größer, also es ist Alkohol immer noch, aber die illegalen Drogen und so weiter. Ich bin mal gespannt, was die mit mir im Heim machen, wenn ich sage, ich möchte keinen Schnaps, aber einen Joint. Also das, es kommen ja ganz andere Generationen rein. Okay, das lasse ich dann vielleicht auch, weil ich keine Luft mehr kriege. Aber es ist eine wichtige Frage, dass Heilung etwas sehr Gesellschaftliches ist. Sehr gesellschaftlich in dem Sinne, dass sie tatsächlich in der Art und Weise, wie sie in eine Zeitgeschichte, in ein Land hineingewachsen sind, wie sie das eigentlich in ihren Prozess des Lebens, in dem Prozess der Erkrankung einarbeiten. Ich kriege gerade das Zeitzeichen, das ist auch sehr gut. Aber zum Beispiel nochmal aus meinen Studien, ich habe ein Buch gemacht mit Brustkrebspatientinnen, wir waren das eben gemeinsam. Aber da kam, und das jetzt zum Abschluss, eine sagt zum Beispiel, also diese Frage, was fällt einem bei der Diagnose ein? Was fällt einem ganz besonders ein? Das ist zum Beispiel eine Mahnung, die ich oft bei Ärztekongressen. Es ist kein Trost zu sagen, nun vergessen Sie mal, dass Sie Krebs hatten. Es ist kein Trost, und wir haben zu wenig Studien gemacht über die große Enttäuschung beim Rezidiv. Wir haben als Ärzte, wir haben als Psychotherapeuten, wir haben nicht, wir können helfen, aber wir können nicht sagen, und am Ende ist es dann so. Nicht, dass man sie jetzt, das ist wie Snoopy sagt, but all the other days we will not. Das ist der Kern, wenn Sie aus einer Phase der Erkrankung, aus einer Behandlung herausgehen, wenn Sie jetzt hier sind, um sich zu orientieren, ob Sie noch etwas anderes machen. Immer wieder ist es eine wichtige Jetzt-Entscheidung. Und der Drive kommt daher, ich möchte jetzt was lernen, nicht in Zukunft. Vielleicht haben es andere Generationen später anders gemacht. Also, da sagt zum Beispiel eine Patientin, was ihr so als erstes im Kopf kam, warum ich? Was bedeutet sie, die Diagnose? Was habe ich falsch gemacht? Wie konnte das passieren? Ich muss der Krankheit eine Bedeutung verleihen. Das ist ein ganz kurzes Interview aus dem Buch von Wilber, Mut und Gnade. Und da, das war diese Frage, zum Beispiel, was habe ich falsch gemacht? Das ist eine gesellschaftliche Frage, die zum Teil durch die Aufklärung der Medizin, wenn du das und das und das machst, kannst du ja nicht krank werden. Dann hat man das alles gemacht und denkt immer, man hat etwas falsch gemacht. Das ist, glaube ich, ein Stress, den solche Kongresse abbauen wollen. Sie können sowieso nicht alles machen, aber Sie können vielleicht mehr machen, als Sie jetzt tun. Vor allen Dingen können Sie auch mal was lassen, auch schön. Also ich bin ja noch in so alten Gremien, gesund und fit bis 100. Die spinnen doch. Ich möchte nicht mit Rolle vorwärts in den Sarg, das ist gar nicht mein Programm. Ich möchte von 4 netten Männern getragen werden. Ich finde, bei 2 gescheiterten Ehen wäre das möglich, aber die haben es dann alle im Rücken, dann geht das auch wieder nicht. Also wir setzen uns Programme, denn diese statistischen Menschen, also die Frau, die da in New York an der Laterne Spagat macht, oder der 95-jährige Marathonläufer, die als Beispiel, ist doch toll, wenn einer sowas macht. Ich würde ihn gerne mal fragen, was hast du alles verpasst, aber ist ja egal. Soll er doch machen. Aber er ist kein Beispiel für all die, die wir sind. Den statistischen Menschen gibt es nämlich nicht. Das ist ein wichtiger Punkt. Trotzdem sind die Maßstäbe, auch das, was wir gesehen haben, in Ernährung wichtig. Halten Sie das für eine, also eine Struktur, an der man sich sozusagen abarbeiten kann. Anderes Beispiel noch, als die junge Ärztin ihre Hand in meine legte und sie mir wie das Allerwichtigste in der Welt erklärte, ab heute werden wir uns gemeinsam um sie kümmern, so wie es im Leben sein sollte, wenn der beste Freund in Not ist. Da konnte ich mich fallen lassen, mir flossen vor Glück Tränen. In der kraftvollen Wärme dieser Menschenhand fühlte ich mich so sehr geborgen. Das ist ein wunderbares Beispiel für das, was inmitten der anderen Medizin bezieht. Da er, der diagnostizierende Arzt, mich während des ganzen oder kurzen Gesprächs nicht ansah, hatte ich ein Gefühl von Unwirklichkeit. Das passiert doch jetzt gar nicht dir. Doch erst auf einer Sonnenliege im Garten, meine Kinder waren noch im Kindergarten, und in der Schule wurde mir die Tragweite der Situation bewusst. Die Tränen kamen und ich haderte mit dem Schicksal
Immer wieder fragte ich mich, warum ich, warum jetzt und was soll ich tun? Unterschiedlichste Umgänge. Eine andere sagt, jetzt habe ich 4 Tage geweint, jetzt ist Schluss, jetzt müssen wir etwas tun und bin dann brusterhaltend operiert worden. Ein letztes Beispiel, ich bin mehr als mein Befund. Ich soll in die Reha. Die Vorbereitungen von der Antragstellung bis zum Kofferpacken scheinen mir unüberwindlich. Trotzdem irgendwie gelingt es und mein Mann fährt mich zur Kur. In den Einzel- und Gruppengesprächen soll ich reden und weine doch immer nur. Alles steuert auf einen Punkt zu, an dem die Verzweiflung in einem Satz mündet. Ich bin doch noch so lebendig. Der Panzer beginnt zu brechen. Ich sehe, dass ich nicht am Ende, sondern am Anfang meiner Geschichte bin. Ich sehe, wie viel Variationen meines Schicksals es gibt. Insoweit glaube ich, dass diese konkreten Alltagsfragen vorher, nachher, während der Behandlung, manchmal und oft, das will ich schon noch mal sagen, ich finde das gut, dass wir hier sehr kritische Ärzte haben, aber es ist eben auch ein Berufsstand, übrigens, wie ich das bei den Lehrern sehe, der, wenn man sich die Ausbildung ansieht, wenn man sich auch das Hierarchiegeschehen anguckt, wenn man sich die Bezahlungsstrukturen ansieht, wenn man sich den Kampf der Diszipline zueinander sieht. Psychiater wird schon erst gar keiner, damit kann man keine Karriere machen und so weiter. Also das heißt nicht, dass das, was wir hier einfordern, sozusagen nicht gefordert werden sollte. Um freundlich zu sein, sich jemandem zuzuwenden, braucht man weder eine Stelle noch Geld. So sehr ich dafür fordere, dass das gut bezahlt wird oder so bezahlt wird, dass übrigens auch junge Ärzte als Assistenzärzte oder wie davon leben können. Und dass mehr Ärzte sich entscheiden, auch als sozusagen in ambulanten Diensten mitzuwirken. Und dass, wenn es nicht klappt, das sage ich jetzt ziemlich frech, die ländlichen Regionen wieder besser zu versorgen. Ich bin der Meinung, es muss am Anfang der ärztlichen Tätigkeit zur Not auch einen Niederlassungszwang geben. Ja, wir haben auch Lehrer in Schulen und Orte geschickt. Also das, aber ich hoffe einfach auf der Überzeugung, ich gebe das Schlusswort einer Ärztin, ich zog ein elegantes Kleid nach dem anderen aus dem Schrank. Das war alles nach dem ganzen Terror, Brustkrebs, Operation und so weiter. Ich zog ein elegantes Kleid nach dem anderen aus dem Schrank, doch alle waren weit ausgeschnitten und ich musste sie erst gar nicht probieren, um zu wissen, dass ich wohl nie mehr sie anziehen konnte. Die Erkenntnis war im ersten Moment ein Schock. Das ist auch Wissen. Die Erkenntnis war im ersten Moment ein Schock und die Hilflosigkeit, die mich überkam, löste Verzweiflung aus. Ich fühlte mich alleingelassen und ratlos. Es war das erste Mal, seitdem ich wieder zu Hause war, dass ich weinte. Ich weinte über das verlorenen Busen, weinte über das Alleinsein und weinte über das ganze Leben. Es waren ein Abschied nehmen und erkennen, dass ich nicht mehr dem normalen Maß entsprach. Ich war anders. Und plötzlich ließ ich die Frage zu, die mir am meisten Angst machte und die ich die ganze Zeit verdrängt hatte. Würde ich wohl je wieder unbeschwert mit einem Mann schlafen können? Ich habe gerade dieses Beispiel rausgesucht, dass Heilung, Erkenntnis, Wissen, ein unglaublich wichtiger Prozess ist. Und dass es wert ist zu sagen, zwischendrin kam ja vor, sie lebt allein. Und sie ist in dem Alter, wo man nach einem Partner sucht. Und die Maßstäbe, die die Gesellschaft oder wer auch immer anlegt, das habe ich in vielen Interviews. Das sind die Männer, das sind die Ärzte. Ja, wollen sie denn sterben? Busen ist doch nicht so schlimm. Kaufen sich irgendwie ein. Das sind alles Antworten, die kommen. Und deshalb wünsche ich Ihnen, ob Sie Betroffene sind oder Begleiter, Angehörige, was auch immer, dieses Leben ist tatsächlich eine große Wundertüte. Es ist ein Abenteuer, das nie endet, aber jeden Morgen neu beginnt. Manchmal mit einer Diagnose, manchmal mit dem Gefühl, jetzt bin ich über den Berg, manchmal mit einer netten Ärztin, die einen an die Hand nimmt und manchmal in einem Orthopädieladen. So ist es mir dann gegangen. Ich war sozusagen jemand, der in der Pubertät mit einem ja, damals zu großen Busen, einige Ältere werden sich, da war Twiggy modern. So, da war ich ja völlig out. Und ich erinnere mich bei meiner zweiten Amputation,
fand ich in einem Orthopädieler, die mich auch vorher betreut haben. Und da hat sie gesagt, Frau Keil, jetzt sind wir doch in einer guten Situation. Endlich können Sie sich mal den Busen aussuchen, den Sie immer schon mal wollten. Und das war für mich in dem Moment eine wirkliche wichtige Entscheidung. Das ändert nichts an dem Schmerz des Verlustes. Aber es ging darum, muss ja nicht jeder sehen. Und da war plötzlich die Lösung. Ich will einfach sagen, es sind nicht immer die großen, übergreifenden Lösungen. Die Schätze sitzen im Alltag und sitzen bei Ihnen und im Nachbarn. Alles Gute für diese weitere Reise. Ich danke Ihnen.